Willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, wie einfach das eigentlich ein Golfschwung ist. Ist nicht kompliziert, aber wie es erklärt wird und was man da alles machen muss, ist zum Teil ja, so kompliziert, dass es, wenn man es versucht umzusetzen, viel zu schwierig ist und daran halt scheitert. Also, erstes Beispiel. Wenn du einen Ball in die Hand nehmen würdest, so, dann wären ja deine Hände schon mal in Balance. So wären sie auch in Balance, aber so könnte ich weniger gut einen Ball spielen oder schwingen, wenn meine Hände so sind. Wenn meine Hände so sind, dann fängt der Körper automatisch an, auch richtig mitzudrehen. Und wenn ich jetzt hier loslassen würde, dann würde der Ball genau in die Richtung gehen, die ich möchte. Jetzt, wenn ich versuchen würde, zuerst mit den Händen wegzugehen, den Winkel hier zu halten oder länger zu halten, die Hüfte hier zu drehen und jetzt den Ball noch wegzuwerfen, also wenn ich das so machen würde, das wäre viel schwieriger und braucht viel mehr Übung, braucht viel mehr Kraft und von der Anwendung her, wenn wir alle mehr so spielen würden, wäre es viel einfacher, die Bälle abzugeben. Somit möchte ich dich dazu animieren, wenn du erfolgreicher spielen möchtest, versuch so einfach wie möglich deine Bewegung zu gestalten. Trainiere am besten indem, dass du einen Ball nimmst, der kann auch größer sein als der Golfball, hältst ihn mit beiden Händen, lässt dich vom Gewicht des Balls führen. Versuche hier auch in Balance zu bleiben, währenddem dass du das Gewicht schwingst und lässt den Körper auch hier zu drehen. Und jetzt wird das alles auf eine natürliche Art und Weise aufgebaut. Und jetzt musst du nur noch wissen, dass das Ganze eigentlich zum Ziel muss. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt hast du einen fertigen Golfschwung ganz einfach gelernt. Also nichts von Winkel halten, Hüfte drehen, Gewichtsverlagerung. Ja, vielleicht halt der Grund, warum dass es zu schwierig ist für dich, das Ganze umzusetzen, weil die Koordination so ein hohes Level ist. Wenn man da nicht regelmäßig übt, und das ist sogar noch die Frage, ob das das Einfachste wäre, eben auch konstant zu sein, sieht man ja auf der Tour, dass nicht immer die Spieler konstant Golf spielen, weil die Bewegungen so komplex geworden sind und am Schluss noch irgendwie im Zeugs rumgesprungen wird. Kommen wir wieder zurück zur Realität, so einfach wie möglich, damit es so konstant wie möglich ist. Wenn du Hilfe brauchst, komm gerne zu mir. Ich helfe dir in wenigen Stunden besser Golf zu spielen. Leite dieses Video an einen Freund weiter, dem du helfen könntest, weiterzukommen. Bedanke mich für ein Abonnement und freue mich, das nächste Video, wo ich dir helfen kann, besser, logisch Golf zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.